Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen uns heute einen Spinosaurus an, der sich in der Lagune befindet und auch dort lebt. Ist tatsächlich auch ein anderes Model als der, den man an Land hat. Sieht man ganz gut hier an dem Segel, weil das zieht sich bis zum Schweif durch. Aber sieht gar nicht schlecht aus, wie der schwimmt. Hätte ich nicht gedacht. Der Skin an sich sieht auch nicht schlecht aus. Finde ich auch ganz cool. Aber ich bin sowieso mega überrascht darüber, wie gut die Mods schon für JW2 sind. Ja, das sieht halt wirklich voll gut aus. Die Ärmchen und Beine sind vielleicht ein bisschen steif, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Boah, feuerrot. Der Skin. Hier sieht man auch jede Schuppe drauf. Also wieder sehr detailreich. Ist doch cool, dass so das Segel dann noch rausguckt. Ersetzt übrigens den Tylosaurus. Ich hoffe, es kommt bald, es kommt bald das raus, dass man Spezies hinzufügen kann und nicht überschreibt. Weil gerade für diese Becken, wo die Aquatic Reptiles drin schwimmen, hat man schon so viel Auswahl mit Mods mittlerweile. Boah, ich finde das schon wieder richtig cool. Es funktioniert halt auch so mega gut. Das ist echt krass. Bin gleich mal gespannt, wie der ist, wenn der jagt und frisst. Ob das dann mit dem Maul auch gut funktioniert. Weil das ist ja immer so das, was am schwierigsten ist, dass man solche Animationen dann auch vernünftig hinbekommt. Aber das Schwimmen an sich, das Model an sich, gefallen mir schon richtig gut. Oh, ich glaube, der taucht da gerade nach Fischen. Oh ja, oh ja. Das war ja richtig gut. Oh mein Gott, das war ja perfekt. Er hat den perfekt geschnappt und auch runtergeschluckt. Also besser geht's gar nicht mit der Animation. Krass. Bin schon wieder echt beeindruckt von dieser Mod. Der Spinosaurus ist größer als man denkt, glaube ich. Weil der wird wahrscheinlich die gleiche Größe haben wie der Tylosaurus. Gehe ich mal von aus. Das ist ja immer schwer einzuschätzen, wenn man keinen Größenvergleich hat. Aber wenn ich den so beobachte, gefällt mir das echt richtig gut. Die Mod ist übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt für euch. Dann könnt ihr die selber auch mal ausprobieren. Wir lassen mal jetzt noch ein bisschen Beute frei. In Form von einer anderen Mod, die ich euch dann auch gleichzeitig noch mit zeigen möchte. Das ist auch ein Urzeitfisch, der neu ins Spiel gekommen ist. Kommt für den Ichthy rein ins Spiel. Und der heißt... Oh, Moment. Das müssen wir mal eben herausfinden. Da. Xipak Tinus heißt der. Sieht sehr, sehr gruselig aus. Diese Zähne sind krass. Tauch mal wieder unter, dann kann ich dich besser sehen. Oh, der hat auf jeden Fall schon Angst vor dem Spino. Aber auch krass, wie hochauflösend dieses Model wieder aussieht, ne? Alles schon wieder richtig gut aus. Die Mod ist natürlich auch für euch verlinkt. Mega gut. Das Schwimmen sieht auch richtig gut aus bei der Mod. Finde ich echt cool. Ich glaube, jetzt könnte hier gleich was passieren. Ich habe gerade schon die erste Kill-Animation verpasst, deswegen habe ich mal gestoppt. Das sieht so cool aus, die beiden neuen Kreaturen. Und das sah doch auch gar nicht schlecht aus. War vollkommen okay, also der hat vernünftig zugebissen und auch den Körper erwischt und getroffen. Wenn der Tylo den Ichthy tötet, sieht es auch nicht viel besser aus. Das ist echt mega gut. Diese Mods funktionieren einfach 1A, das kann man nicht anders sagen. Und wir haben noch eine dritte Mod für heute.
nämlich dieses äußerst seltene Urzeitlebewesen, aus wie so ein kleiner verkümmerter Tintenfisch oder sowas. Der heißt Tusoteutis. Habe ich auch noch nie gehört. Wollte ich euch aber auch zeigen. Der kommt für den Plesion-Spiel. Der hat hier auch schon richtig Angst. Sieht mega seltsam aus, muss ich sagen. Übrigens, Leute, es geht bald los mit einem Parkbauprojekt. Und es geht auch bald los mit ich bewerte eure Zoos oder Parks. Keine Sorge. Geduldet euch noch ein wenig. Bald ist es soweit. Weil das haben schon viele gefragt, weil momentan sehr viele Mod-Vorstellungsvideos kommen. Aber es liegt einfach daran, dass so viele gute Mods rauskommen. Oh, warte mal. Ich glaube, da vorne geht gerade Action ab. Kämpfen die? Oh ja, die haben gekämpft. Gut, hier funktionieren die Animationen leider nicht ganz so gut. Der ist aber, glaube ich, gestorben. Ja, zur Strecke gebracht. Ich glaube, hier kriegen wir gleich auch nochmal was zu Gesicht, wie der jagt. Das sah doch auch gar nicht so schlecht aus. Also der Spino macht das hier wirklich gut mit den Animationen. Kann man nicht anders sagen. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es auch mit der Vorstellung von diesen drei Mods gewesen sein. Sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Probiert sie gern selber aus. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.